Sieht doch besser. You know how I've been practicing the piano and stuff? Ich hab den Witz schon gemacht. Ja, aber jetzt habe ich ihn gemacht. Ja. Ja, selbstgemachte schmeckt immer besser, Monika. Jesus. Das war jetzt gerade ein bisschen gruselig. Ah, ernst. It's time. It is time. Once Natsuki is awake, we're gonna make our first batch. Okay, Natsuki ist wach. Das heißt, du schickst sie jetzt zu einem der 8 Öfen. Und dann kannst du da Make Edibles machen und dann kannst du Brownies herstellen und die können wir dann verticken. Du, warte mal, Roman, die erste Ladung müssen wir serven. Also serve Edibles, weil dann essen alle die und werden high. Da geht ja gerade alles schief. Sie macht Pasta? Was möchtest du gerne? Half-Baked Potatoes, Meat-Pizza? Also, nein. Oder wie? Wie kann man das machen? Warte mal. Ich klick's jetzt an. Ich 2 Charaktere geht. Also du gehst auf den Ofen, dann hast du da den Punkt Make Cannabis Edibles. Ja. Dann kannst du Surf Edibles machen und dann scrollst du runter zu den... Wait, warum sind... Und dann scrollst du hoch zu den Wheat Brownies und dann macht sie Wheat Brownies. Also, jetzt. And thus, Natsuki went and made the brownies only to them be eaten by her wife. And the others, maybe. Probably. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Ein paar Eier, bisschen Mehl, bisschen Zucker, ja, bisschen Kakao. Und dann die spezielle Zutat. Ja. Und ich rede nicht von Liebe. Ich meine. Sondern Weed, Harry. Weed. Das ist irgendwie unsere Drogenfolge heute. Mhm. Weil ich weiß ja deswegen jetzt auch, wie ich den das auf dem Mach-Ich-Kanal. Nee, ich eher auf dem Mach-Ich. Obwohl, ich könnte das wirklich. Soll ich das als Highlight machen? Ich weiß nicht. Nein, wir haben heute sehr viel gelernt. The Educational Episode in die Triple DC. Triple DC klingt irgendwie cool. Ja. Weißt du, was ich irgendwie traurig finde? Das Esszimmer wurde nie benutzt. Ja. Bis auf heute, nachdem Yuri reingeschissen hat. Das Esszimmer wurde noch nie benutzt. Kaum scheißt Yuri da rein. Warte, was macht Ute da? Oh, okay. Kaum scheißt Yuri ins Esszimmer, wird das Esszimmer benutzt. Außerdem wühlt Ute gerade im Kot ihrer Mutter rum. Mutter-Tochter-Bonding? That's the weirdest mother-daughter bonding ever. She's gonna take the poo of her mom with her. Ja, hat sie ihre Mutter immer bei sich. Was schaut sich sein Natsuki gerade an? Gemetzel im Mondlicht 3. Das hört sich nach einem interessanten Horrorfilm an. Oder klassischen. Ich finde Gemetzel im Mondlicht wurde nach Teil 2 ziemlich schal. Da ist nur so viel Gemetzel, dass du wirklich im Mondlicht machen kannst. Gemetzel im Mondlicht bleibt der Klassiker. Ja. Oh mein Gott, da ist Willy Mafton. Es ist aber pink und nicht purple. Es ist der andere. Es ist der Pink Guy. Aus FNAF 2. Es ist...
Es ist Mike. Michael Afton. Es ist Mike Bafton. Es ist Mike Bathtub. Der Pink Guy. Weiß man also, wie viele Charaktere gibt es eigentlich im FNAF-Universum? Neben Michael Afton. Custom Night hat schon, ich glaube, 50 Leute. Neben den Animatronics meine ich. Also so richtig so. Menschencharaktere. Es gibt die Afton-Familie. Ja. Dann gibt es die Emily-Familie. Ja, und die Emily-Familie. Die Emily-Familie waren 4 Leute. Die Afton-Familie waren 5 Leute. Warte mal. Haben die eine Mutter? William, die Mutter. William, die Mutter und die 3 Kinder. Ja, 5. Ja, 5. Name Henry. Und wie wir auf FNAF kommen, da war ein Typ in einem Hasenkostüm, der Leute umgebracht hat. Ja. Und ich mag immer noch die Theorie, die jetzt MadPat zu Security Breach gemacht hat. Weil die so wholesome ist. Ich will, dass sie stimmt. Ja, ich auch. Reisen der Bite of 87 ist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr relevant. Es ist jetzt nur noch ein Meme. Mit diesem Bite of 87, ich muss da immer an Markiplier denken auf dem einen Clip. Ja. Is that the Bite of 87? Okay, ich glaube, ich soll wirklich aus dem heutigen Stream halt machen, extra nur Standbild, Hunde, einfach so von Hunde wird einfach von Freddy, oder Fredbear eigentlich, einfach gebissen und dann Markiplier, ist das der iPad auf 87? Du musst einfach die GIF von dem weinenden Markiplier aus dem Stream die ganze Zeit im Highlight-Video oben in die Ecke einblenden. Und so auf deiner Endcard dann abspielen, was ich gerade gesagt habe, damit die Leute dann wissen, warum eigentlich die ganze Zeit da oben Markiplier war. Ja. Roman schien sehr interessiert, als Monika ihre politischen Ansichten vertrat. Weißt du, was ich lustig finde? Ja. Monikas gesamte politische Karriere basiert einfach nur darauf, dass sie alle in ihrem Haus beeinflusst. Ja. Ich habe langsam das Gefühl... Wait a minute. Ja? It's time for another episode of V-Theory, the show that's definitely not stolen from Game Theory and totally original. Doki Doki Drug Club ist eine Sekte. Think about it. Monika tut ihre politischen Ansichten nur in dieser Gruppe teilen. Natsuki macht ständig Weed-Essen, um die Leute hier im Haus bei Laune zu halten. Und Yuri hat Big Mommy Milkers. Ich weiß noch nicht, wo Sayori in das Ganze mit reinkommt. Aber ich glaube, die ist das beeinflussbar. What is good for your health? Das ist das and zweite Mal, dass sie sich das Gesicht auf dem Laufband abgeschabt hat. Danke, Sushi, für das Wasser. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sayori das arme Opfer ist, das nichts dabei mitbekommt. Und wo, du fragst dich jetzt sicherlich, aber was ist mit Sim-Roman in der ganzen Sache? Ja. Sein Klavierspiel ist gar kein Klavierspiel. Das sind subtile Töne, die sich in das Hirn der Leute hier im Haus reinbohren, damit sie weiter auf Monika hören. Das macht doch irgendwie Sinn. Aber hey, das ist nur eine Theorie. Eine Yuri schleift sich das Fressbrett zum dritten Mal am Laufband auf, Theorie. Thanks for listening. Thanks for listening.